Hallöchen und ganz herzlich willkommen zu diesem neuen Video von mir. Heute habe ich für dich, eine Bestellung, die ich durch Instagram getätigt habe, beziehungsweise das wurde dort als Werbung angezeigt. Das ist eine Seite, wo man sich so Partnersachen bestellen kann, wie zum Beispiel T-Shirts, Pullover, ich glaube noch irgendwie verschiedene andere Sachen. Auf jeden Fall sind das so die, ja, beziehungsweise so das Standardsortiment dort. Und mir wurde angezeigt, dass dort vieles reduziert war. Und ich habe mir, wenn ich mich nicht irre, 3 oder 4 Überraschungspakete dort bestellt. Das Blöde ist natürlich, dass es jetzt etwas länger her ist. Und ich denke mal, der Sale ist zwar noch da, weil das Problem bei mir war jetzt, dass ein Päckchen tatsächlich nicht mitgekommen ist, beziehungsweise es war drinne, aber es wurde beim Transport verloren, weil die Tüte, die bei mir angekommen ist, die kam offen an und da waren halt eben nur 3 Pakete drinne, also 3 Überraschungspakete und nicht 4 Überraschungspakete. Aber ich habe der Firma dann geschrieben, dass nur 3 Überraschungspakete drin waren, obwohl ich eigentlich 4 bestellt habe. Die haben mir Gott sei Dank das vierte Paket nochmal zugeschickt. Also ich weiß ja nicht, ob es jetzt drin war oder nicht drin war. Ich weiß es ehrlich nicht, weil wie gesagt, die Tüte kam offen an. Und die Sachen wollte ich euch jetzt einmal zeigen. Es sind wirklich sehr, 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 sehr schöne Sachen. Also ich habe sie, ich musste sie schon aufmachen, weil die wollten auch wissen, was für Sachen bei mir schon angekommen sind. Und aus dem Grund hat es eigentlich ziemlich schnell funktioniert. Es hat, glaube ich, eine Woche gedauert, bis ich dann das vierte Paket hatte. Und jetzt ist es da. Und ich wollte euch mal die Sachen jetzt einmal zeigen, die da drin waren. Ist natürlich jetzt alles ein bisschen durcheinander, aber ich versuche euch mal trotzdem alles einfach mal drumherum zu zeigen. Ich habe 2 Pakete für Frauen bestellt, 1 Paket für Männer und 1 Paket mit T-Shirts. Für Frauen. Und da bin ich jetzt auf jeden Fall sehr gespannt, was ihr dazu sagen werdet, wie ihr meine Bestellung fandet. Und es ist halt eben einfach eine Überraschung gewesen. Ich werde euch die Sachen einfach so zeigen, denn es waren halt einfach nur so ein paar Pullover und auch T-Shirts mit dabei und sonst waren da halt so Basic-Sachen mit dabei. Die werdet ihr aber gleich sehen. Und falls du meinen Kanal noch nicht abonniert hast, dann kannst du das gerne tun, indem du hier unten auf den roten Abonnieren-Button klickst oder auf den roten Abonnieren-Button unter diesem Video. Aktiviere gerne die Glocke dazu, um keine weiteren Videos mehr von mir zu verpassen. Und ich würde sagen, wir legen direkt los und ich zeige euch die Sachen, die bei mir angekommen sind. So, das erste, was ich hier habe, ist eher so eine Shopping-Tüte, beziehungsweise eine Shopping-Tasche. Und so schaut die hier einmal aus. Das ist halt einfach so eine Henkeltasche und so schaut die hier einmal aus. Die fand ich echt mega cool. Hätte mir natürlich auch gerne auch etwas anderes gewünscht gehabt. Aber wie gesagt, es waren ja Überraschungspakete und aus dem Grund war jetzt hier sowas drin. So, dann waren auch einige Masken mit dabei, solche schwarzen hier, also einfach so hier zum Umtun waren solche schwarzen Masken mit dabei. Fand ich jetzt auch nicht ganz so passend, sage ich jetzt mal, auch wenn wir Masken tragen müssen, fand ich jetzt ein bisschen blöd, sage ich mal so. So, dann habe ich hier ein Pullover, einen schwarzen Pullover und hinten steht drauf, Lieblingszicke 01. So schaut er hier einmal aus, der Pullover. Ich werde auch mal, ein bisschen nach hinten fahren. So schaut der Pullover hier einmal aus. Der ist halt einfach schwarz. Der hat auch eine Kapuze hier. Und so schaut das dann von hinten aus. Finde ich echt mega cool. Der hat hier vorne auch tatsächlich so eine Tasche, wo man halt so durchgreifen kann, finde ich echt mega, mega, mega cool. So, das, was ich euch jetzt gezeigt habe, das war das Päckchen für Frauen. Jetzt habe ich hier tatsächlich das Päckchen
Ebenfalls für Frauen, aber hier sind nur T-Shirts drin. Beziehungsweise auch noch was anderes. Und zwar ist hier einmal so ein komisches Gummiarmband drin gewesen, was ich jetzt nicht allzu passend fand. Hier steht halt einfach nur in Rot Queen drauf. Finde ich jetzt nicht allzu cool, weil dieses ist halt so ein Gummiarmband und das nimmt halt eben einfach Fussel total krass auf. Dann haben wir hier ein paar Karten drin gehabt. Und zwar einmal diese Karte hier. Dann einmal diese. Und einmal diese hier. Genau, ebenfalls war hier auch eine Maske drin. Und dann haben wir hier zwei T-Shirts oder drei T-Shirts. Ich glaube, das waren drei T-Shirts. So, und zwar haben wir hier einmal ein weißes T-Shirt mit Short Best Friend drauf. Das ist halt das Einzige, was hier drauf steht. Einfach ein weißes T-Shirt. Übrigens habe ich alles in Größe S bestellt für Frauen. Und bei dem Männerpaket habe ich, glaube ich, M bestellt, wenn ich mich nicht irre. So, das nächste T-Shirt ist hier ein bisschen gelblicher, also das ist halt nicht ganz weiß. Und zwar steht hier hinten drauf His Queen. Wartet, ich zeige euch das mal besser so. Das ist von hinten und so schaut das dann auch einfach von vorne aus. Also nur hinten steht irgendwas drauf. So, und dann habe ich hier noch ein T-Shirt, diesmal ein schwarzes T-Shirt, wo vorne Queen draufsteht. Das finde ich auch mega, mega schön. Das ist aber ein bisschen breiter geschnitten als die T-Shirts davor. Die sind ein bisschen länger geschnitten. Dieses T-Shirt, das schwarze, das ist eher mehr so in die Breite geschnitten. Warum, weiß ich nicht, aber genau, so ist es halt einfach. So, dann habe ich hier das nächste Paket für Frauen. Hier war ebenfalls so eine Maske drin. Und auch einmal diese Karten, die ich euch eben gezeigt habe, waren ebenfalls hier drin. So, und dann haben wir hier ein T-Shirt drin, wo hinten drauf steht Endless Love. Und vorne ist halt einfach das hier drauf gedruckt. Ist auch ein bisschen länger und breiter geschnitten, dieses T-Shirt. Ist aber dennoch eine Größe S. Und was ich echt mega, mega cool finde, ist dieser Pullover hier. Den werde ich auf jeden Fall für mich behalten. Bei den anderen Sachen weiß ich nur nicht, ob ich die irgendwie wem weitergebe. Vielleicht hat da jemand Interesse dran. Und zwar dieser Pullover hier, den finde ich so, 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 so schön. Und zwar hat er hier vorne, wo dieses Queen draufsteht, einfach so eine Tasche, wo man halt eben Sachen reintun kann. Hoffentlich. Aber der Schloss ist kaputt. Oder kann man die nicht aufmachen? Toll, jetzt ist der Schloss hier kaputt. Schaut mal, da fehlt dieses Ding. Ey, das ist doch blöd, oder? Wieso habe ich denn nicht vorher geguckt, ob das kaputt ist oder nicht? Kriege ich das jetzt gar nicht mehr auf? Weiß ich nicht. Ich weiß auch gar nicht, ob man die Tasche überhaupt benutzen kann. Vielleicht ist das auch einfach nur Fake. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Muss ich mal später gucken, ob ich das aufkriege, weil so kriege ich das mit bloßen Fingern nicht auf. Ich mache mir nur meine Nägel kaputt. Da fehlt halt einfach dieses, ja, zum Aufmachen halt, ne? Naja, gut, okay. Ich finde den Pullover trotzdem sehr, 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 sehr schön. Der hat hier auch eine Kapuze. Vorne steht halt einfach nur Queen drauf und ja, das war es eigentlich auch schon. Von hinten schaut er halt auch ganz einfach so aus. Also nicht ganz so spektakulär. Und hier hat er halt ebenfalls so eine Tasche hier zum Reingreifen. So, und bei dem Männerpaket war ebenfalls eine Maske drin.
So, jetzt muss ich mal eben schauen, ob ich tatsächlich Größe M bestellt habe. Ja, ich habe Größe M bestellt. Okay, wir haben nämlich hier einmal ein T-Shirt. Das ist so ein, ja, ich glaube, das ist ein schwarzes T-Shirt. Und zwar schaut das hier einmal so aus. Das sieht ein bisschen aus, als wäre das dunkelblau. Und hinten steht drauf Partner 01 in Crime. So schaut das hier einmal aus. Finde ich echt mega, mega schön. So. Und das letzte, was ich hier habe, ist noch ein Pullover. Und zwar ist das einfach so ein schwarzer Hoodie mit Kapuze. Und hier steht drauf Lieblingsdepp 01. So schaut das hier einmal aus. Das finde ich auch mega, mega lustig. Und ja, das waren auch tatsächlich alle Sachen gewesen. Ich weiß nicht mal ganz genau, wie viel ich bezahlt habe. Ich meine, pro Paket, puh, ich weiß es gar nicht mehr. Ich meine 20 Euro oder so, statt sehr, sehr viel mehr Geld. Und für das T-Shirt-Paket, da habe ich, glaube ich, nur 6,90 Euro bezahlt, wenn ich mich nicht irre. Oder war das mehr? Ich weiß es schon gar nicht mehr, ehrlich gesagt. Ich habe zwar hier den Lieferschein, aber hier steht halt nicht der Preis mit drauf, nur was halt geliefert wurde. Und ja, ich fand die Bestellung halt mega, mega cool. Also einfach mal zum Ausprobieren, weil erstens die Sachen gab es halt im Angebot und man zahlt halt nicht den vollen Preis dafür, finde ich halt echt mega. Und ja, und an sich fand ich es auch mega cool. Könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr die Bestellung fandet und wie ihr ja, die Sachen fandet und alles drum und dran. Und ja, liebe Leute, das war es auch tatsächlich schon mit diesem Video. Wenn dir dieses Video gefallen hatte, würde ich mich sehr gerne über einen Daumen nach oben von dir freuen. Falls du meinen Kanal noch nicht abonniert hast, dann kannst du das gerne tun, indem du hier unten auf den roten Abonnieren-Button klickst oder auf den roten Abonnieren-Button unter diesem Video. Aktiviere gerne die Glocke dazu, um keine weiteren Videos mehr von mir zu verpassen. Und ich würde sagen, vielen lieben Dank, dass du eingeschaltet hast. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag und hoffentlich sieht man sich beim nächsten Mal wieder. Ciao!